Diese fünf Anzeichen können dir verraten, dass du einen Eisprung hattest oder er kurz bevorsteht. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass Frauen in den Tagen vor dem Eisprung mehr Lust auf Sex haben. Das stimmt tatsächlich auch, ist allerdings kein sicheres Anzeichen. Deswegen schauen wir uns mal ein paar bessere an. Die sicherste Art und Weise, deinen Eisprung daheim zu bestätigen, ist die Messung der Basaltemperatur. Dafür misst du einfach jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen deine Basaltemperatur mit einem geeigneten Thermometer. Ist der Eisprung erfolgt, steigt diese relativ sprunghaft um 0,2 bis 0,5 Grad Celsius an. Ebenfalls ein wichtiger Hinweis auf einen bevorstehenden Eisprung liefert euch die Beobachtung des Zervixschleims. Ihr könnt sehen, dass der Zervixschleim kurz vor eurem Eisprung deutlich flüssiger und durchsichtiger wird. Bei manchen Frauen zieht er sogar richtig so Fäden und wird als spinnbar bezeichnet und nach dem Eisprung wird er wieder dicker und klebriger. Am besten kontrolliert ihr mindestens einmal am Tag. Wenn ihr den Zervixschleim kontrolliert, könnt ihr auch gleich einmal nach eurem Muttermund tasten. Der ist nämlich kurz vor dem Eisprung deutlich weicher und öffnet sich sogar leicht und das kann man lernen zu spüren. Eine weitere Möglichkeit, um den Eisprung zu bemerken, ist die Verwendung von Ovulationstests. Diese messen das Hormon LH im Urin. LH steigt kurz vor dem Eisprung an und möchte den Eisprung auslösen. Es ist aber keine komplette Bestätigung, dass das tatsächlich auch geklappt hat. Und natürlich gehen Ovulationstests mit der Zeit auch ins Geld. Und last but not least gibt es auch noch den Ovulationsschmerz. Einige Frauen können das tatsächlich spüren, wenn der Eisprung unmittelbar bevorsteht durch die stärkeren Bewegungen der Eileiter oder sogar wenn der Eisprung passiert. Das ist kein sicheres Anzeichen, aber kann zusätzlich ein Hinweis sein. Habt ihr noch weitere Fragen? Ab nach unten in die Kommentare damit.